Ich bin Colette Greder und ihr schaut jetzt, was läuft auf Tele Basel. Angewandt, ein bisschen Schmiere ins Gesicht. Eine Nase, wie wenig man doch braucht, um nichts aus sich zu machen. Nichts. Das sind wir alle einmal gewesen. Und jedermann zur selben Zeit. Sie applaudieren nicht uns. Sie applaudieren sich selbst. Die Zuschauer sehen einen Mann auf der Suche nach sich selbst. Und zwar einen Mann, wie man ihn heute ganz oft auch in der Öffentlichkeit sieht, in der Gesellschaft, nämlich jemand mit sehr viel Erfolg. In dem Fall einen Clown, den Clown August, einen ganz berühmten Clown, der mit seiner Show Weltkarriere gemacht hat und plötzlich beschließt, dass ihm das zu wenig ist, dass er das nicht mehr will. Er will nicht das laute Lachen, er will ein Lächeln. Er will Menschen glücklich machen, zufrieden machen und nicht zuletzt auch sich selbst zufrieden machen. Jeden Abend beim Schminken in der Garderobe, da hatte ich ein Gespräch mit mir selbst. Die Seehunde, was immer man sie tun ließ, blieben Seehunde. Was ich einfach sehr schätze an Matthias Schmid ist, dass er authentisch ist, auch in seinen Stücken, die er spielt. Und er ist erfrischend. Ich bin gerne auch am Basler Montagstheater, weil ich dort so viel bekomme, was ich sonst eigentlich nicht bekommen würde, kulturell. Auch die poetische Seite. August war vollkommen unkenntlich. Das Stück hat mir sehr gut gefallen. Also die Verschmelzung von Text und von Musik ist ganz toll gelungen. Und ich finde auch, dass man das Buch von Henry Miller auch sehr schön umgesetzt hat. Durch die erzählerische Rahmen und durch Spiele von Matthias Schmid. Das fand ich sehr gelungen.